Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. Brawl. Es geht weiter im Story-Modus, dem Supremissier. Und wir sind nach wie vor auf dem Schlachtschiff Halbert unterwegs. Das Äußere und das Innere haben wir bis jetzt schon erkundet, aber die Brücke noch nicht. Für alle, die nicht wissen, was eine Brücke ist oder ja, von denen noch nichts gehört haben, ist nicht mehr als die Steuereinheit von so einem Schiff. So, was erwartet mich hier? Was erwartet uns hier? Kleine schwarze Wesen. Auch Mr. Game & Watch genannt. Oh oh. Ja, der ist etwas groß. Und Falco kommt auch noch zur Unterstützung. Ein 6 gegen 1 also. Nice. So, jetzt... Boah, die Entscheidung ist jetzt etwas schwierig. Ich fange an mit Falco, gehe dann mit Fox, Sheik, Lucario. Ja, okay, und die anderen beiden muss ich verzichten. Auf jeden Fall mit Falco fange ich an. Wer ist denn der Kerl nochmal? Duon. Ist aber schon eine krasse Start in der Folge. Ich meine, direkt mit dem Bosskampf, what the hell? Sind Podcasts, genau, sind Bosskämpfe. Nicht mittlerweile, normalerweise am Ende von so einem Level. Offensichtlich hier nicht. Aber der Teil, das Teil, oh, das Teil hat doch ordentlich krasse Attacken drauf. Oh, schon wieder. Ich habe jetzt schon 102% Schaden. Was ist denn das schon wieder? Bomben. Ich sehe schon, das ist ein Giftpilz. Den möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh mein Gott! Okay, das war's mit Falco. Das konnte er nicht abwehren. Oh, der kann springen auch! Ja, klar. Gibt's irgendwas, was der nicht kann? Ja, nerven kann er auch und keine Ahnung. Sei lieb. Wirklich, lieb sein, das kann er nicht. Aber sonst ist er auf jeden Fall komplett overpowered. Den gibt's aber auch nur hier im Brawl. Andere Gegner wie Ridley. Warum bin ich jetzt gestorben? Scheiße, der hat nicht mal halbe Leben abgezogen. Doch, jetzt mittlerweile. Ich glaube, ich sollte meinen Gang zurückschalten. Mit dem stumpfen Angreifen zumindest. Nein! Er springt wieder, oder? Ja. Aber beide Gegnerseiten sind relativ stark. Deswegen heißt es natürlich auch Duon. Ach, schon wieder 87%. Das wird ein ordentlich knappes Ding. Ich hoffe, mit Sheik kann ich noch viel erreichen. Ich glaube es aber nicht. Nein! Oh Gott, abgewehrt! Hier ist ein Koopa-Panzer. Er springt wieder. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen weiter weg bewege. Aber ich merke schon, wie der ganz genau aufgebaut ist. Der eine ist ein Fernkämpfer und der andere ein Nahkämpfer. Und hier ist wieder ein Giftpilz. Ah, das Spiel, das legt noch nur Steine in den Weg. Haben wir es jetzt dann. Okay, das, keine Ahnung, was das jetzt war. Ganz egal, was es war. Wenn es mich getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt down. Okay, Lucario werde ich nicht mehr benötigen. Benötigen, ja. Aha. Hm. Lucario, geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht. Auf jeden Fall. Dann wären wir jetzt aber hier Game Over, wenn Lucario nicht hier wäre. Gut. Kleiner Auftritt noch für ihn, aber ansonsten war der Bosskampf für ihn nur zum Zusehen. Oh, Mr. Game & Watch. Drop das Trophäe. Und wenn einer das Schiff fliegen kann, dann ist es natürlich Meta Knight. Und damit ist die Stage auch abgeschlossen. Mal wieder nur ein einziger Kampf und dann hat sich die Geschichte schon erledigt. Ja, der Bosskampf, wie gesagt, ich fand ihn mega episch. Was ich jetzt gerade ein bisschen beleidigend finde, ist offen und ehrlich gesagt, genau hier. Mr. Game & Watch Neuzugang, aber er hatte keinen Nametag wie die anderen. Also, dass er irgendwie speziell vorgestellt wurde.
So, Supran-Bombenfabrik ist das nächste. Fertig mittlerweile 51%, das heißt, die Hälfte von dem Spiel ist abgeschlossen. Nice. Das fängt ja schon mal gut an. Es geht aber auf jeden Fall weiter mit Samus und Pikachu. Auf geht's. Ja, auf der Insel selbst sind ja relativ wenig Charaktere bisher oben. Pikachu und Samus eben. Und Donkey Kong, Diddy Kong, Samus, ja, habe ich hier schon gesagt, Captain Falcon und Olimar. Also bisher nur 6 Charaktere. Sind auch die einzigen, die sich bisher noch nicht getroffen haben. Also zumindest keinen von den anderen. So. Allgemein sind die Gruppen gerade in 3 Dinge aufgeteilt. Einmal die eben auf der Halbwelt, dann ein weiteres Mal eben hier auf der Insel und dann eben noch die unten beim Gletscher. Aber ansonsten hat sich ein Großteil der Gruppen schon gefunden. Ja, und ich sehe schon, was hier kommt. Wieder diese Aufzüge. Ich hasse die Dinger so viel. Weil ich halt nie weiß, wo welcher der richtige Weg ist. Und es wird... Ja klar, das ist jetzt wieder ein Hinterhalt. Sehe ich das richtig? Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade mit Pikachu die ganze Zeit 0%. Alter, der Junge hält aus. Und hier ist jetzt wieder eine Tür. Wenn das nicht verwirrend ist, keine Ahnung. Scheint aber so, dass es wieder nur eine Falle ist. Oh nee. Das sind die Dunklen, das sehe ich von dir gerade gar nicht so gut. Aufgrund der Farbe, die hier gerade drauf lastet. Ah, komm! Der Raketentyp, der kriegt es jetzt mit mir zu tun. Der lebt noch. Was? Komm jetzt aber. Noch immer. Ey, der Donnerblitz ist doch so richtig stark. Eine weitere Rakete gibt es hier nicht. So, einmal. Ich meine, liegt vielleicht auch daran, weil die Charaktere mittlerweile sich selbst jetzt nicht verstärken, aber die Gegner. Nein! Ich wollte nicht reingehen! Das war Brainlag. Okay. Die Teile kann ich mir noch holen, aber die andere Trophäe nicht mehr. War das Mew? Das war Mew auf der Trophäe. Mann, jetzt hätte ich diesen Raketentyp gehabt. Verdammt. Es gibt hier nur einen verdammten Raketenteil. Und die nächste Falle. Boah, nee, als ob wirklich ein Gang richtig ist und der anderen alle fake. Das kann nicht sein. Wieder fake, oder? Natürlich. Ach komm. Bärpferd. Der Wutan, der macht es halt wirklich nicht einfach. Allgemein ein richtig ätzender. Verwendet kaum Zeit aus, noch zum Überlegen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, dass ich zuerst den anderen ausgeschaltet hätte. Weil dann hätte ich auch... LOL, da kommt noch einer von denen. Jetzt ist es... Jetzt ist er besiegt. Und es geht kein weiteres Mal mehr nach unten. Bombenköpfe. Warte, der geht mir nachher noch auf die Nerven, deswegen klatsche ich den mal. Warte, bin ich jetzt einfach nur auf der anderen Seite oder was? Da gibt's nicht! Da gibt's doch nicht! Oh, das war knapp. Ich meine, es kann mir hier nicht viel passieren, außer dass ich wahrscheinlich von Wand zu Wand fliege, aber trotzdem, mit 400% möchte ich auch nicht rausgehen. Ist das die richtige Tür? Das ist die richtige, nice. Dann gehe ich trotzdem nochmal zurück. Ich meine, ich hätte es mir ja denken können, dass die nicht am Anfang oder so ist. Aber ich will trotzdem nochmal die anderen vergleichen. Gut, hier ist auch eine Falle. Es kann ja sein, dass hier irgendwo eine Trophäe ist. Warum kann ich die Spice nicht besiegen? Gut, ich krieg nochmal eine Tomate, danke. Ich glaube, bei dem Schadenstand bringt das aber eh nichts. So, was haben wir hier? Eine Trophäe, ja, ich sag's doch. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man sowas relativ leicht übersehen. So, und hier bin ich dann am Ziel. Ah, das sind die Großen. Da müssen wir schnell sein. Weil sonst sind die ganz schnell so rot. Und das heißt, die machen viel Schaden. Gut, geschafft.
Und auch hier war es wieder nur ein Kampf. Verstehe schon. Ah! Wartet, wartet, wartet. Hä? LOL? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Na okay, da oben ist noch ein Ding. Wie soll ich denn das jetzt wieder anstellen? Gut. Ebenfalls wieder eine Trophäe. Ja. Hätte ich mich später nicht gewundert, wenn ich auf einmal nur eine grüne Fahne hätte. Am Ende von dem ganzen Level. Gut, dann gehen wir jetzt eigentlich weiter. Und zwar eben auf dieser Türe. Hier war die, oder? Ja. Mir ist es sehr, sehr wichtig, alles zu erforschen. Deswegen... Ah, komm! Nein! Ich hab's zu spät erkannt, dass das der Raketenkerl ist. Man kann es aber nur richtig schwer abschätzen, wann der abschießt. So, der ist RIP. Und hier ist offensichtlich das Ziel dann. Ich sehe schon Leuchtner. So, aber die Robs sind ja wirklich das kleinste Problem. Ich meine, eigentlich hat Samus und Pikachu haben eigentlich richtig viel Glück, weil die haben mit diesen normalen Gegnern eigentlich nicht viel am Hut. Also mit diesen grünen Dingern da und sowas. Hier ist das Ziel. Der uralte Minister. Und eine fette Ladung von Superbomben. Oh Gott, wenn die alle hochgehen, dann würde ich sagen, wird's kritisch. Und der uralte Minister hat wieder ein trübes Gefühl. Stage gemeistert. Heute sind wir relativ schnell unterwegs. Das war Ralis. Okay, ich dachte anfangs, das wäre Mew gewesen, aber okay. Feuerkirby gibt's auch noch und sowas. Ja, und halt ein paar andere Sachen. Nice. Supreme Bombenfabrik, es geht weiter. Gleich direkt. Ah, und jetzt mit Donkey Kong, Captain Falcon, Olimar und Diddy Kong. DK, du bist mein Erster. Danach. Ding, so, ja, okay. Olimar ist sowieso der, mit dem ich am wenigsten umgehen kann. Oder, nee, warte, Blödsinn. Ich kann mit Captain Falcon weniger umgehen. Ich muss ehrlich sein. Aber DK ist wirklich, wie gesagt, hier auf jeden Fall meine Favorite-Wahl. Erstens mal, weil der eh schon so lange gefangen war. Der muss sich jetzt ein bisschen austoben. Und deswegen hier. Die Faust des Todes. Lad sie auf. Den geben wir jetzt Saures. Bitteschön. Ja klar. Was? Die haben das überlebt? Ey, DK, was ist mit dir los? Bist du aus der Übung? Ja, okay. Nein, 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 nein. Gut, jetzt. Das Teil klatsche ich auch noch. Alter, 132 Schaden. Das hätte ich mir etwas anders vorgestellt, aber okay. Hier ist immer ein bisschen Heal. Man muss aber trotzdem sagen, man ist eigentlich direkt beim Feind jetzt gerade, die 6 Charaktere. Und Samus und Pikachu stehen schon mittendrin. Und man kann sagen, wenn die das sein, eigentlich liegt das alles an Samus und Pikachu in dem Moment. Gut, das war knapp. Ah, aber gegen die B. Nein! Ach Gott! Hashtag Likeguckster kann gar nichts. Na klar, es geht jetzt mit denen wieder weiter. Mann, kann das jetzt mal aufhören mit den Raketen? Ich meine, mittlerweile nervt es echt schon viel. Bringt doch eh nichts. Okay, und oh Gott, das ist gerade explodiert. Ich hatte Glück. Ja klar, jetzt schießt er. Ah! Ich bin wieder da. Aber diesmal wenigstens... Ah, schon wieder. Gut, die Tomate ist safe. Okay, und was mit dem anderen Typen passiert ist, I don't know. Der Metallkerl hat sich aus irgendeinem Grund verpieselt. Hier ist eine Türe. Mit einem Secret. Oder ist es doch der richtige Weg? Ne, ist ein Secret. Ist hundertprozentig ein Secret. Ah, danke. Trotzdem, der Tod war relativ unnötig. So. Weiter geht's.
Erstmal den hier. Ah! Ich hab die Stacheln waren jetzt schon gemeint. Shit! Ich glaube, Diddy Kong ist weg. Ja, keine Chance gehabt. Ich wusste auch gar nicht mehr, wo die Plattform war. Das müssen wir aber schnell tun. Ich brauche ganz dringend ein extra Leben. Mit Olima alleine wird's mega kritisch. Vor allem jetzt kommen halt die Teile noch. Ich meine, Captain Falcon hat den Vorteil, dass er viel Schaden macht. Also so ein richtiger Angriffskerl ist! Ach, und wenn ich die berühre, geben mir die auch noch eine ordentliche Ladung mit. Okay, hier geht nichts weiter. Was ist denn das da eigentlich? Achso, ich seh die Lampen. Okay, die ist noch nicht aktiviert. Nein, das ist so ein Schlüsselfind. Genau, an das kann ich mich sogar erinnern. Das war so richtig kompliziert. Oder schwer. Genau, hier oben ist jetzt so ein... Wenn man die jetzt nicht so viel mitgeben würde. Ich meine, die machen eh nur so viel Schaden, aber trotzdem mega lästige Kerlchen. So. Und jetzt falle ich wieder runter. Ich könnte weinen. Ah, warum muss der Teil auch das Boden wieder... Das Boden vor allem. Das Boden, ja. Das war auch wieder falsch. Ich wollte B aufwärts. Mann, bin ich jetzt ernsthaft zu blöd, um so ein Ding hochzuklettern? Sagt nix? Ja, bin ich. Jetzt bin ich oben. Und das Teil kommt nochmal in schönen Speed herunter. Das heißt, ich hätte mir das... Ich hätte mir eigentlich die Gegner die ganze Zeit ersparen können. Okay, links, rechts. Ich gehe mal nach rechts. Ja, doch, Captain. Oh, nein! Scheiße! Was ist da jetzt schiefgegangen? Okay, Olima, du bist der Letzte. Es liegt an dir. Wenn ich jetzt Scheiße baue, dann habe ich ein Problem. Hier ist der grüne Schalter. Bitte lass sie irgendwo jetzt ein extra Leben sein. Es ist dringend. Wartet, bevor ich weitergehe, erstmal Pikmin. Damit ich eine längere Leine habe. Ich muss kämpfen. Oh, nee. Doch nicht mit Olima. Okay, ich konnte es. Ja! Danke. Genau das wollte ich. Hä? Warum fallen da von oben Gegner runter? Ich gucke gar nicht nach. Selbst wenn eine Trophäe da oben ist, ich tue es nicht. Weil wenn ich da jetzt noch drauf gehe, irgendwie blöd und ich muss mit DK wieder alleine machen, ist es genauso kritisch. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Olima nicht so gut spielen kann, sondern weil es einfach kritisch ist. Nee, 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 nee. Mein Gefühl sagt mir, ich muss da oben hin. Jetzt ist ja nur die gute Frage, wie. Ja, klar. So. Ich nehme den Schläger mal mit. Nein, 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 nein. Oh, knapp. Ah, okay, so nehmen die auf jeden Fall Schaden. Ist da oben jetzt das weg? Nee. Also ich suche noch irgendwas, das wahrscheinlich dieses Feuer deaktiviert. Ich muss die Teile jetzt schon wieder schlagen. Oh! Gut. Jetzt nur weil ich weggegangen bin, sind die also automatisch direkt wieder respawned. Allgemein, ich verstehe jetzt gerade das Prinzip von hier nicht. Okay, Fakt ist, dass er jetzt runtergefallen. Oh ne. Der darf sich nicht duplizieren. Der lebt noch? Ne. Ich wollte es gerade sagen. Nein. Ah, schon wieder 240% Schaden. So schnell durch hier. Ach so, deswegen wäre das Teil hier da ge... Das war der richtige Weg offensichtlich. Verdammt, da war links oben aber irgendwas. Ah, okay, dann kann ich hier nichts mehr machen. Dann wird das also auch hier eine grüne Fahne wahrscheinlich sich verbergen dann. Wie gesagt, die grünen Fahnen, die stören mich aber nicht. Da
Stattdessen geht es mir jetzt eher darum. Oh, das fährt ein. So. Und jetzt? Bin ich jetzt gefangen oder was? Nee. Ach, okay, es wurde erfüllt. So, ich warte. Na, soll ich? Na, komm, ich geh hoch. Links oder rechts? Okay, ich kann nur links. Ah, ja. Ich habe leider den Baseballschläger nicht mehr mit. Oh, nee, komm, gleich zwei von der Sorte. Ja, klar, jetzt dupliziert das sich. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss jetzt ganz schnell schlagen. Gut, der ist weg. Oh Gott! Ich habe ja 270% Schaden. Hier ist der Schlüssel. Ich glaube, ich hätte ihn nicht mal besiegen müssen. Einfach nur den Schlüssel holen und weg. Okay. Den Kerl kennen wir schon, Ganondorf. Warte, was? Komplett RIP. Mal verstehe ich das richtig? Sollen jetzt alle hier explodieren? Oh je. Ich glaube, das kannst du nicht mehr aufhalten. Und die Bomben sind gezündet. Das kannst du nicht mehr aufhalten. Einmal gezündet und ist vorbei. Die Dinger kannst du nicht entschärfen. Rob. Aber eine gute Seele steckte doch im uralten Minister. Und ich glaube, man kann ihm verzeihen. Er hat's erkannt. Rob, dein Auftritt. So, damit DK. Pikachu. Pikachu natürlich, genau. Und der Samus. Die anderen beiden lasse ich jetzt mal. Die anderen drei lasse ich jetzt mal links liegen. Rob, dein Auftritt. Ein Charakter, der übrigens seinen ersten Auftritt, by the way, in Mario Kart DS, soweit ich weiß, hatte. Damals habe ich mich echt gefragt, ey, wer ist der Kerl? Noch nie gesehen. Ich frage mich auch, warum er es eigentlich in Smash geschafft hat. Aber, ganz ehrlich, ich bedauere es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, er ist ein richtig guter, wichtiger Teil aus der Smash-Familie. So. Nein, nein. Fahrt mal einen Gang runter. Der hat jetzt schon 99% Schaden. Ich meine, ein Rob poliert jetzt alle anderen. Das ist sowieso krass. So. Dich rasiere ich jetzt auch. Komm. Okay, nicht mal eine Angriffschance gelassen. Aber es geht weiter. Ja, allgemein hat er relativ starke Attacken, muss ich sagen. Also B, also es zählt doch zur Gewichtsklasse schwer. Ich weiß, so ein Roboter, das ist ja logisch. Die Teile wiegen natürlich auch ein Teil, was in dem verbaut sind. Ah, den muss ich... Ja gut, der ist weg. Ah, komm schon wieder der nächste nach. Ich kann das nur schwer einschätzen, wann der immer zuschlägt. So. Warte, B-Sides war diese Drehding, okay. Da war das B ganz... Ja, das war das, dieses Laser-Auflade-Organ, je nachdem. Keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Der Laser, hier der. Genau. Der ist jetzt zwar eigentlich ganz effektiv bezüglich jeden Gegner Schaden machen, aber hilft nicht unbedingt, wenn es die wegballern soll. Ich muss das so machen. Da, komm, wie viel Leben hat denn der? Ja, der hat noch richtig viel überlebt. Das gibt's nicht, komm. Aber ich mache jetzt so kalt. Genau. Nicht mit mir.
Gut, eine Tomate. Also Rob lebt noch immer, das finde ich cool. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, okay, bitte, bei 240 Schaden, wer kann sie verübeln? Wer kann es mir verübeln, dass ich jetzt da gestorben bin? Bei dem Chaos. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass ich durch den Pilz einfach durchgelaufen bin? Spiel, you're broke. Nicht mit mir. Ja, klar, ich stehe hinter ihnen und er trifft mich trotzdem. Mhm. Ja, moin. Das Teil hatten wir auch schon länger nicht mehr. Wenn das der vorletzte ist, was ist denn dann das letzte? Ach, doppelt gleich. Aha. Okay, dann habe ich schon besiegt. Meine Chance. Nein! Er schließt seine Fährte wieder. Okay, der hat doch eine Drehattacke drauf. Interesting. Macht aber nicht so viel Schaden. So. Ah! Mann, ich will die Bombe haben, ganz schnell, komm! Ich glaube, das wird nicht viel ausmachen, aber egal, ne. Das wird jetzt ein Zeitchen dauern, glaube ich. Oh, jetzt hat er Schaden genommen, ordentlich. Allgemein, ja, okay, auf die Art und Weise nimmt er gar keinen. Scheiße! Ah! Pikachu, ich brauche dich eh dringend. Ich glaube, der hat mit seinem Donnerblitz da ein paar mehr Chancen. So ist es auch. Komm. Nimm ihn! Nimm ihn doch! Nein! So, wieder zerstört. Aber jetzt. Gut. Das mache ich folgendermaßen. Oh Gott. Ja klar, jetzt hat die Ding nicht aufgetankt. Dann mache ich es auch wieder so. Der Donnerblitz ist hier wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und S-Rip. Schnell, das Zeug noch holen. Das Zeug. Okay, 4% sind nochmal gut gemacht. Die können aber entscheidend sein. Also, Subrom, der lässt sich trotzdem nicht mehr aufhalten. Okay, Rob probiert noch etwas. Wir sind immerhin alle von derselben Gattung. Zwei Minuten, ne? Man kann es so sagen, die Kacke ist am Dampfen. Es geht noch immer weiter. Ich glaube, die Folge wird heute relativ lang. Die wird relativ lang. Gut, Rob, dir gebe ich nochmal eine Chance. Ich nehme dieselbe Reihenfolge wie vorhin. Zwei Minuten also. Aber kein Timer hier. Auf jeden Fall das Ziel jetzt hier aus dem ganzen Ding entkommen. So leid es mir tut, aber die Insel, auf dem das Ganze stattfindet, die ist verloren. Das Ganze ist noch Autoscrolling auch. Boah, das regt mich schon wieder so auf. Ja, ich muss den Gegner lassen. Ich habe keine Zeit zu verlieren, weil sonst gehe ich hier noch down wirklich. Ich glaube, das ist mir keiner übel, dass ich hier jetzt gerade die Kämpfe vermeide. Gut. Kann das Teil vielleicht ein bisschen schneller machen? Es sind 2 Minuten auf der Uhr gestanden. Ja, okay, das brauchen wir auch die ein bisschen Zeit, bis er sich ausbreitet, aber trotzdem. Aha. Das ist jetzt Präzisionsarbeit. So. Kann ich jetzt runter? Okay, es öffnet sich. Also die Map selbst, die gefällt mir eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Mhm. Was? Ja, klasse. Musste auch erstmal riechen, dass da sowas passiert. Ja, Alter. Ja, ich lasse mich jetzt einfach mal runterfallen, ganz einfach. Nein! Eine habe ich leider noch mitgenommen, aber egal. Und jetzt? In Gottes Namen, wohin? Ich meine, die Bomben ticken. Jeder, der was jetzt, glaube ich, noch in...
Durch, 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 lass mich da durch. Schnell, durch, schnell runter, schnell runter, schnell runter. Da ist ein Herz. Ich glaube, das war Verschwendung. Nee, Rob lebt noch. Das Teil muss ich auf jeden Fall vernichten. Okay, ging sich nicht aus. Hier unten ist die Tür. Schnell rein da. Und jetzt hört die Musik auch auf. Okay. Die Flucht also. Ach, und das Falkending natürlich. So soll die Flucht gelingen. Ich glaube fest an euch. Wir sind aber nicht alleine. Ridley ist zurück. Das ist eine Aufgabe für Samus. Der kennt ihn am besten. Also Samus. Gib's ihm. Ist aber nicht dasselbe. Meta Ridley. Und jetzt laufen die 2 Minuten. Das ist natürlich klar. Ich habe 1 Sekunde aus dem ganzen Track gebraucht. Die 2 Minuten stehen natürlich dafür, es wird dann der Supreme explodieren. In dem Fall. Spätestens dann müssen wir den besiegt haben. Ist aber cool trotzdem, finde ich. Vor allem auch die Kampfstage. Oh oh. Okay, Samus konnte sich retten. Ich bin froh, dass man sich da anhalten kann. Nein! Der hat aber auch eine richtig fiese Attacke noch drauf, das weiß ich ganz genau. Und zwar, wenn er von oben kommt, der kann das ganze Schiff einfach runterreißen. Das war, die war nicht gemeint, es gibt eine schlimmere. Die wird auch noch kommen, passt auf. Also wenn er wirklich gerade nach oben fliegt, spontan. Dann wird es brutal. Und da kann man natürlich auch drauf gehen. Das geht auch noch. Ah, verdammt. Das war die aber auch nicht. Also es gibt eine, die zieht dich ganz nach unten. Wann kommen die jetzt? Komm, die will ich noch zeigen, bitte. Enttäusch mich nicht. Oh, scheiße. Die Zeit tickt aber. Eine halbe Minute noch. Jetzt kommt die. Die war gemeint. Alter, die ist so gemein. Also an der bin ich schon am ersten Mal spielen, da kann ich mich erinnern, keine Ahnung wie oft gestorben. Das ist nicht gut! 20 Sekunden! Ridley, sei jetzt nicht feige, komm her. Oh, danke. Also ich könnte mich erinnern, das ging schon mal schneller. Von meiner Seite aus natürlich. Und da ist der Supreme. Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber für die Insel ist alles zu spät. Ich meine, war schon vorhin, nachdem die erste Bombe gezündet wurde, war klar, die Insel wird nicht mehr überleben. Und jetzt folgt das große Treffen. Die 3 Gruppen sind somit jetzt auch zusammengeführt. Leute. Neuzugang, Kämpfer Rob. Eingang zum Supreme ist also das nächste Kapitel. Leute, damit ist die Gruppe, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, eigentlich fast komplett. Es werden noch ein paar neue Kämpfer dazukommen, das ist klar. Aber erst jetzt dann im weiteren Verlauf. Von denen, die jetzt am Leben sind, haben wir auf jeden Fall alle. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Thank you.